Der bekannte Fitness-Coach Ali Ark wird jetzt hier bei uns in den TV Berlin Studios sein. Am 21. März gibt's im Titanic Convention Center sein Ali Fight Club. Ja, wir planen unsere erste Veranstaltung in diesem Jahr, am 21.03. im Titanic Hotel in der Chausseestraße und haben eine super Fightcard auf die Beine gestellt. Sehr viele Stars aus Film, Sport und Entertainment, sowie Mola als Ringsprecher. Wir haben eine super Fightcard. Wir sind in Kooperation mit ECB Boxing aus Hamburg, mit Viking Box Team hier aus Berlin. Wie gesagt, wir haben eine sehr exklusive Fightcard zusammengestellt. Ich kann dazu sagen, das hat Berlin noch nicht gesehen. Sehr viele Champions, sehr viele Titelträger und freuen uns natürlich auf den Abend und versuchen das Beste zu bieten. Wann ist diese Idee denn gereift? Vor vielen Jahren oder vor Monaten? Nee, wir sind da einfach so reingerutscht. Normalerweise bin ich ja Trainer und ich habe lange Jahre für Sauerland als Athletiktrainer kooperiert, habe die ganzen Jungs trainiert und so habe ich natürlich auch so ein bisschen an Bekanntheitsgrad erlangt und bin dann irgendwie spontan da so reingerutscht und habe gesagt, ich realisiere mal meine erste Veranstaltung und so ist es zustande gekommen. Ich wünsche dir für die Veranstaltung viel Glück. Viel Erfolg. Ich weiß, du machst deutsche Meisterschaften, internationale Meisterschaften und ich wünsche dir, dass du bald richtige Weltmeisterschaften machst, so wie wir gekämpft haben. Und ich freue mich, dass in Berlin sowas stattfindet. Und ich hoffe, dass wir ganz große Kämpfe machen können, wie wir früher im O2 Arena oder Max Schmeling Arena gemacht haben. Und das kannst du machen. Ich wünsche dir alles Gute. Viel Spaß und die Zuschauer sollen sich freuen auf tolle Kämpfe. Jetzt hast du auch sehr viele prominente Unterstützung, so Arthur Abraham. Ja, da freue ich mich natürlich riesig drauf, dass eine Größe wie Arthur das Ganze supportet, mich unterstützt und ein gutes Statement abgeliefert hat. Dann habe ich so eine Boxgröße wie Kubrat Pulev, der mich letzte Woche in meinem Gym besucht hat und hat dann auch sein Feedback dazu abgegeben bzw. sein Support dazu beigetragen. Und da bin ich natürlich sehr stolz drauf. Lieber Berliner Boxfreunde, Freunde, am 21.03. Titanic Hotel Chausseestraße ist die Super Fight Night. Ali's Fight Night. Wird sehr interessant. Können wir denn vorstellen, wie der Abend so verläuft? Im Großen und Ganzen natürlich super. Das wird ein super Abend. Wir versuchen, das Beste rauszuholen. Wir haben natürlich nichts dem Zufall überlassen, haben in allen Bereichen eigentlich gut organisiert, gut geplant. Dank auch Ayhan Aydın, meinem Eventmanager, der auch viel dazu beigetragen hat. Und wir machen natürlich ein ultimatives Box-Night. Ja, und die Box-Night, das war nochmal meine Frage, beinhaltet, wie viele Kämpfe finden genau statt? 12 Kämpfe werden wir realisieren an dem Abend. Wir beginnen sehr rechtzeitig. Einlass ist um 17 Uhr, Beginn ist um 18 Uhr. Wir wollen auch relativ pünktlich loslegen, sodass wir auch, wie gesagt, im guten Zeitplan sind, sodass wir die Hauptveranstaltung bzw. den Hauptkampf spätestens um 22.30 Uhr realisieren können. Und kann man sich das auch so vorstellen, im Titanic Convention Center ist auch alles geboten an kulinarische Sachen? Alles. Natürlich haben wir auch ein Buffet und ja, es ist eine super Location. Es ist, ich habe in Vergangenheit letztes Jahr am 14. April habe ich eine veranstaltet. Die war komplett ausgebucht, ausverkauft und die Frage nach der Veranstaltung war, wann ist die nächste? Und mittlerweile ist es so, dass auch die Location im Vordergrund steht. Also es ist nicht nur die Fight Card, nicht nur das Entertainment, nicht nur die kulinarischen Angebote, sondern die Nachfrage geht immer dahin, wann machst du die nächste Veranstaltung im Titanic Hotel? Wie sehr erfreut es sich, dass du diesen Ringsprecher bekommen hast? Sehr. Über den habe ich mich sehr gefreut, muss ich dazu sagen, weil ich bin mit Viva groß geworden. Das heißt, Viva war ja mal wirklich ein super Music-Sender. Und mit Mola natürlich ist das Ding gewachsen oder Mola mit Viva gewachsen, wie auch immer. Über den freue ich mich sehr. Und das wird natürlich, glaube ich, eine Bereicherung auch für den Abend. Bis dahin werden wir noch vielleicht einen Überblick bekommen von Leonhard, Ronny Mittag, so wenn die hier sind. Ja, wie gesagt, nächste Woche sind die Jungs am Start. Und da haben wir natürlich den Hauptkämpfer, den Leonhard, gegen den Russen, was ein super Hauptkampf ist.
Das kann ich so sagen, weil der Russe ist ein sehr starker Gegner. Leon Hart macht übrigens sein Comeback im Cruisergewicht und wird, wie gesagt, sein Comeback im Cruisergewicht machen. Der war mal im Halbschwergewicht und hat einen sehr starken Russen. Der ist im Ranking Nummer 8. Also das ist ein offener, starker Kampf. Hallo liebe Freunde, ich freue mich hier wieder in Berlin zu sein. Also am 21.03. steige ich wieder erneut im Ring und in meine neue und alte Gewichtsklasse im Cruisergewicht. Und das wird mein 4. Profikampf sein in Berlin. Ich freue mich auf die Boxfans, auf die Zuschauer, die vor Ort, auch vor Fernseher mich supporten werden. Ich zähle auf eure Unterstützung und ich wünsche, dass viele Menschen vor Ort sein würden, um mich live vor Ort zu unterstützen im Titanic Show Hotel. Und ich habe einen sehr starken Gegner, einen Russen, mit sehr guter Bilanz. Von 12 Kämpfen hat er 10 durch K.O. gewonnen, also es wird sehr spektakulär im Kampf sein. Ich bin heiß darauf, sehr fit, gut trainiert und die letzten 5 Wochen nochmal die letzten Endspurt. Und kommt vorbei, schaut euch mich an und es wird mega Kampf sein. Es geht um die internationale deutsche Meisterschaft. Und Ronny Mittag wird dann auch um die deutsche Meisterschaft boxen. Und wie gesagt, wir erwarten sehr schöne, spektakuläre Kämpfe. Dafür ist gesorgt. Dafür haben wir super Heimboxer und erwarten natürlich auch sehr starke Gegner. Soll alles auf Augenhöhe laufen, sollen alles offene Kämpfe sein, sollen wirklich spektakuläre Kämpfe sein. Das heißt, wir wollen den Boxsport natürlich fördern, hochbringen und wollen, dass die Leute wieder den Reiz haben, dass die Leute gerne wieder gucken. Und ein ganz toller Synergy wird dabei sein. Ja, das ist unser Star-Act. Also der wird einiges performen. Sinan G ist ja aus Dochs und Berlin bekannt, hat da die Hauptrolle gespielt und ist auch ein sehr guter Rapper. Und wir freuen uns natürlich auch über seinen Besuch. Und er wird eventuell auch einen Einlaufmarsch singen von Leon Hart. Leon Hart ist von seinem Titel, den er jetzt zuletzt rausgebracht hat, Plan B heißt es. Ich habe mich jetzt schnell auch schlau gemacht über ihn. Das werden wir wahrscheinlich als Einlaufmusik für Leon Hart einspielen, sodass er dann im Ring ihn rein singt oder rein rappt. Ne? Fantastische Show. Ja, über den freuen wir uns riesig. Wie gesagt, er wird das Ganze auch nochmal bestücken bzw. bereichern. Es wird eine Show schlechthin mit allem, mit Nummerngirls, alles, ne? Mit allem drum und dran, ja. Nummerngirls sind auch schon gebucht. Die Besten aus Berlin, ist aber eine Überraschung, da soll sich jeder selbst von überzeugen. Und ich denke, wir haben wirklich lückenlos gut durchgehend durchdacht und geplant. Gut. Wir freuen uns drauf. Ich ebenso. Und auf zahlreiche Besucher freue ich mich, über jede Unterstützung, über jeden Support. Also ich hoffe, dass wir eine volle Halle haben, sodass, wie gesagt, wieder unser Puls steigt. Das wird spannend. 21. März im Titanic Convention Center. Jetzt Tickets sichern bei Ticketmaster. Franziska Stünkel ist eine deutsche Filmregisseurin und Fotografin. Ihre Filme wurden bereits in 19 Ländern gezeigt. Jetzt gibt es hier eine Ausstellung von ihrer Fotografie Coexist. Seit 10 Jahren reiste die international ausgezeichnete Filmregisseurin und Fotokünstlerin Franziska Stünkel durch Asien, Afrika, Europa und Amerika. Auf dem ersten Augenblick denkt man, was geschieht dort? Wie kamst du dazu, solche Fotografie zu machen? Ich habe Fotografie studiert an der Kunsthochschule und habe an verschiedenen Street Art Photography Serien gearbeitet. Und irgendwann, muss man fast sagen, zufällig eine Spiegelung fotografiert. In Shanghai war das, 2009. Und das war sofort diese Intuition und auch diese Leidenschaft dafür, wie viele Ebenen sich in einer Spiegelung berühren. Also man schaut ja auf ein Fensterglas, steht vor einem Restaurant, vor einem Schaufenster und es spiegelt sich das, was hinter einem liegt, aber auch man sieht hindurch und das, was vor einem stattfindet. Und diese Koexistenz der Ebenen, die dann ganz neue Bildwelten aufmachen, visuell, aber auch erzählerisch, aber auch in all der Surrealität, die es hat, so das fand ich hochgradig spannend. Jetzt hängen hier ja ein paar, aber bei jedem Bild kann man wahrscheinlich 100 verschiedene Sachen entdecken.
Ja, also so ist es auch genau gemeint. Die Arbeiten heißen All the Stories, angefangen bei All the Stories 1, die habe ich 2010 veröffentlicht, eben diese erste Spiegelung aus Shanghai, bis hin jetzt zu All the Stories 141. Und all die Geschichten meint das auch, also all die Geschichten, die darin lesbar sind. Und die man sich als Betrachter natürlich auch immer wieder neu zusammensuchen kann in diesen Bildern, weil es gibt gar keinen klaren Bildmittelpunkt. Das ist auch Absicht, um immer wieder eine neue Einlassung zu provozieren und immer wieder auch auf diese ganz vielen, vielen Berührungen, die in den Bildern stattfinden, da auch immer wieder neu hinzugucken. Und was mich letztlich oft und immer wieder auch fasziniert, ist die symbolische Kraft dieser Koexistenz, die ich hoffe, die in den Bildern innewohnt, dass das, was hinter uns passiert, also das, was in dem eigentlich uns nicht sichtbaren Raum, den unsichtbaren Raum, wir schauen ja nach vorne und trotzdem existiert auch etwas, was hinter uns liegt und findet statt. Und das addiert sich zusammen in dieser Glasfläche und das schafft etwas ganz Neues. Und das ist auch tatsächlich, also ich bewege mich ja viel alleinreisen mit meiner Kamera, im öffentlichen Raum weltweit seit 10 Jahren und ist auch ein Mutmacher und auch eine Kraftquelle, immer wieder in dieses Miteinander reinzuschauen, nicht nur visuell, sondern auch tatsächlich und all die Ebenen, die da miteinander, manchmal auch antagonistische Ebenen, Sachen, die gar nicht unmittelbar eigentlich zusammengehören oder sogar sich widersprechen, dass die durchaus etwas faszinierend Neues ergeben können. Bist du auch sehr bedacht, dass man dich nicht sieht als in der Spiegelung? Ja, also weil das soll niemals meine Geschichte sein. Also so ist es nicht die Geschichte einer Fotografin, die um die Welt reist, sondern ich versuche durchlässig zu sein, ich versuche unsichtbar zu sein und einfach nur das wiederzugeben, was ich auf dieser Glasscheibe finde und sehe und entdecke. Und es gibt ein einziges Selbstporträt jetzt von mir, das habe ich in Amerika gemacht, aber auch sehr bewusst dann, da spiegel ich mich auch. Sonst halte ich mich durch eine leichte Schrägstellung beim Fotografieren ganz aus der Spiegelung bewusst raus. Okay, wir können dich jetzt hier in dieser Ausstellung sehen oder das Buch von dir und demnächst im Film. Also du bist auch Regisseurin. Genau, ich bin auch Filmregisseurin und Drehbuchautorin und habe gerade jetzt im November und Dezember meinen neuen Kinofilm gedreht mit dem Lars Eidinger, David Striese und Luise Heyer zusammen. Und genau, da bin ich gerade in der Postproduktion des Films. Darauf freuen wir uns auch, aber erstmal vielen Dank hierfür. Gerne. Die Fotoausstellung Coexist von Franziska Stünkel ist bis zum 14. März in der Potsdamer Straße 81a zu sehen.